Herzlich willkommen beim Wirtschaft aktuell Podcast, in dem wir Ihnen heute den zweiten Teil des Interviews, das ich mit dem Skateboard-Pionier Titus Dittmann geführt habe, präsentieren werden. Nachdem Titus und ich in der ersten Interviewhälfte vor allem über sein unternehmerisches Wirken und die Philosophie, mit der er die Dinge angegangen ist, gesprochen haben, liegt der Schwerpunkt der heutigen Sendung insbesondere auf seinem bemerkenswerten sozialen Engagement. Aber hören Sie selbst. Also untrennbar mit Ihrer Person sind ja nicht nur unternehmerische Erfolge verbunden, sondern auch dieses wirklich große und tiefgehende soziale und humanitäre Engagement. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Sie die Entscheidung getroffen haben, das will ich auch machen, wenn ich Unternehmer bin? Wenn ich so will, habe ich eigentlich nie diese Entscheidung getroffen, wie ich ganz wenig Entscheidungen getroffen habe. Außer wenn jetzt, also das hört sich jetzt doof an, Entscheidungen, nein, ich gehe jetzt nicht den Weg, ich gehe den Weg. Nee, da sage ich, da bin ich viel zu flexibel und viel zu scharf auf Chancennutzung, dass ich eine Entscheidung treffe und glaube, die Entscheidung, die ist jetzt, man trifft, also man, ich finde sogar, man darf Entscheidungen immer nur treffen mit der Bereitschaft, die auch nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr einfach wieder komplett zu kippen. Ja. Weil ansonsten legt man sich ja wieder nur, wie mit den Plänen, unnötig irgendwie fest und nimmt sich selber die Selbstbestimmtheit und die Freiheit und sagt dann, ja, jo, sind Sachzwänge. Aber die hat man sich ja selber geschaffen, die Sachzwänge. Also diese Flexibilität, die Erkenntnis, einfach das Leben kein wie soll ich das nennen? Es gibt nicht den Fels in der Brandung. Alles ist in Bewegung, verdammte Scheiße. Und man hat ja, da sehnt sich ja jeder Mensch nach, aus diesem Sicherheitsdenken. Und ich habe gemerkt, wenn du akzeptierst, dass es überhaupt keine Sicherheit gibt, weil das Leben ist nun mal lebensgefährlich, fange ich damit an, ne? Und irgendwann alle zu Ende. Und wenn man das alles registriert hat und ganz nüchtern auch sich selbst betrachtet, dann wird das Leben viel einfacher, man kann viel schneller glücklich werden. Man darf sich selber in erster Linie nicht bescheißen. Ich glaube, sonst kann man nach außen sowieso nicht offen sein. Mhm. Weil dieses, wie soll ich sagen? Ach scheiße, komm, anderes, wir wollten hier von Skate-Aid und so was reden. Genau. Jetzt will ich nicht so viel Psychologie da reinbringen oder Soziologie, dass wir hinterher dafür keine Zeit mehr haben. Nee, also ich habe mich da nie für entschieden. Ich glaube, das ist wirklich immer so ein Bedürfnis, was aus Sozialisation, sowohl Fremdsozialisation als Selbstsozialisation, ja, und ich sag mal als drittes noch ein paar Gene, die man mitkriegt, und auch in dem Umfeld, wo man aufwächst, da darf man nicht vergessen, das gibt einem ja schon eine gewisse Richtung vor. Also ich bin in so einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde groß geworden und ja Gott, da wird natürlich unglaublich, da geht das in die Richtung, so das Individuum, also nimm mal deinen Egoismus zurück, wenn man, das will ich, mach mal die Augen, oder das gehört mir, dann kriegten wir den Spruch, mach mal die Augen zu, oder dann siehst du auch für gehört, dir, ja, und so weiter. Nee, das war also Normalität. Und das lebt man dann ja auch, Kind. Die anderen gehen immer vor, die anderen sind immer wichtiger. Das ist mit Sicherheit so ein Punkt, und Kinder werden heute anders erzogen. Deswegen sind Kinder heute auch anders drauf. Das hat immer seine Vor- und Nachteile. Nee, wenn einer so erzogen wird, dass er immer der Mittelpunkt der Welt ist, dann hat er wahrscheinlich gar nicht so, wie ich, das Bedürfnis, die Welt zu retten. Genau. Weil er ist ja der Mittelpunkt. Er muss sich erst mal retten. Das andere ist ja das sitzt halt so drin. Und dann habe ich gemerkt, dass durch die Anerkennung, die man von der Gesellschaft bekommt, wenn man sowas macht, und auch von insbesondere von denen man hilft, dass das eigentlich das Wichtigste ist, nämlich diese Dankbarkeit zu spüren und dadurch zu wissen, dass das Leben einen Sinn hat, also diese Sinnstiftung zu spüren und auch die Anerkennung zu kriegen. Und wenn mir ein Mensch erzählt, er braucht keine Anerkennung, dann ist das einfach gelogen, genau wie ich auch Altruismus für eine Geschichte halte, die kein Mensch hat und haben kann, weil altruistische Menschen, die nur an andere denken, die wären schon längst ausgestorben. Ja. Das ist ganz normal, dass man auch, dass das alles eine Balance ist zwischen individuellen Interessen und gesellschaftlichen Interessen. Und wenn du altruistisch bist und nur den gesellschaftlichen Interessen und den anderen dienst, dann ist die Balance nicht da für eine Gesellschaft. Genauso gut wie momentan, wo das Individuum auch
Ja, das ist ganz komisch. Auf der einen Seite kriegt das Individuum schon als Kind mitgeteilt, du bist immer das Wichtigste, das ist schon mal sehr schlecht für unsere Gesellschaft. Ja, und dann kommt noch zum Zweiten, dass man dem Individuum dann keine erwachsenenfreien Zeiten gibt, wo es wirklich eine Persönlichkeit aufbauen kann. Welches Kind setze ich denn heute noch aus Langeweile, die ich für sehr wichtig halte, Langeweile wird man gezwungen, kreativ zu werden, sonst stirbt man. Ja, und wenn man als Kind in der Ecke gesessen hat und einfach nichts zu tun hatte, weil halt diese 24 Stunden Rundumbefeuerung nicht da war, ja, da hat man auf einmal als Kind wie ein Philosoph in der Ecke gesessen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mit 5 oder 6 darüber nachgedacht habe, ey, verdammte Scheiße, ich kann mir ja eine Menge einbilden. Existiere ich überhaupt oder bilde ich mir mich jetzt selber ein? Ja. Da habe ich mich gekniffen, hat du doch weh. Oh nee, da kannst du dich auch einbilden. Ja, und da, welches Kind kann einem heute noch so Geschichten erzählen, dass das mit 6, ja, oder die kommen direkt in die Klapsmühle, weil ey, das ist doch nicht normal, komisch, wenn du dir so Gedanken machst oder so. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich wieder zu viel in die Ecken gegangen bin. Doch, ich habe ihn wieder. Du fragst, warum ich mich sozial so engagiere. Das kann ich dir genau sagen, weil die Effizienz und diese Belohnung für mich, also das, was ich zurückkriege, ist um so viel geiler und so viel mehr wie bei jedem anderen Business. Okay. Also dieses emotionale bezahlt werden, durch Anerkennung, sich selber geil zu fühlen, sich besser zu fühlen, zu sagen, okay, machst alles richtig. Und es ist auch, wenn ich jetzt Macht sage, dann denkt jeder immer direkt negativ. Ja. Ich finde kein anderes Wort. Aber ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ja. Ist so was wichtig, Positives. Sie können was bewegen, darum geht's. Richtig, und man kann nur bewegen, wenn Einfluss man und Macht hat. Macht in Anführungs hat oder Einfluss hat oder und so weiter und so fort. Deswegen finde ich auch den Begriff Macht einfach zu einseitig definiert. Ganz im Gegenteil, wir müssten daran arbeiten, den Kindern klarzumachen, Macht ist was Geiles, nur das hat mit so viel Verantwortung zu tun. Und bevor man Macht ausübt, dann muss man auch als Persönlichkeit und als Mensch so gereift sein, damit man die Macht auch wirklich positiv umsetzen kann. Also das ist ja alles. Auch genau wie immer gesagt wird, Bildung. Wir müssen nur die Bildung über die Welt bringen und schon ist die Welt in Ordnung. Totaler Bullshit. Es wird nie unterschieden zwischen Werkzeug und Inhalt. Ja. Bildung ist ein reines Werkzeug. Der IS hätte nicht so erfolgreich sein können, wenn nicht die ganzen Jungs, die das angezettelt haben, vorher in London oder Los Angeles oder San Francisco studiert hätten. Genau. Und so weiter und so fort. Und die hätten auch kein Flugzeug in den Tower schießen können, wenn die nicht gebildet gewesen wären. Und so, also das ist der totale, also dass der... Ja, der Mensch denkt einfach zu wenig inhaltlich und hinterfragt zu wenig, weil er Angst davor hat, ja, wieder noch mehr Unbekanntes, noch mehr Unbekanntes, noch mehr Unbekanntes. Und ich habe halt keine Angst mehr dafür, weil für mich ist das normal, dass alles im Fluss ist, dass es nichts Absolutes gibt. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ey, lass mich in Ruhe mit Wahrheit. Weswegen hauen wir uns alle auf die Fresse. Nur, weil jeder meint, Wahrheit ist Wahrheit und es gäbe nur eine Wahrheit. Und Wahrheit ist in meinen Augen ja irgendwo, kommt aus der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung wird im Kopf abgeglichen mit dem, was man alles gespeichert hat, mit emotionalen Teilen, mit Bildern und so weiter. Und dann kommt plötzlich die individuelle Wahrheit raus. Ja. Manche schwören vor Gericht, ich habe den gesehen, dabei haben sie hier einen Tunnel reingesehen, da hinten raus. Und dazwischen ist ein Mord passiert. Dann sage ich, ja klar, ich habe gesehen oder so. Nee, weil das Gehirn ist keine Festplatte und kein Computer. Und man sagt ja auch, Erinnerung ist das erste Vergessen. Ja, weil bei jedem Mal, wenn man sich an was erinnert, die Erinnerung nämlich anders ist als das, was man erlebt hat. So viel zur Relation Wahrheit. Ich wollte jetzt nicht hier einen Philosophiekurs geben. Kein Problem. Aber das ist ja alles meine private Philosophie. Nee, mir ist doch scheißegal. Also, wie soll ich sagen? Das ist... ich bin also weder in der Pädagogik, noch in der Philosophie, noch in der Soziologie, noch im Business, bin ich nie der gewesen, der immer geguckt hat, okay, machen das alle? Oder was ist da der Usus? Ich gehe sogar so weit, wenn ich immer höre, Volk der Wissenschaft oder wie auch immer, dann sage ich, ey Leute, seid vorsichtig, die Wissenschaft hat die Erde schon mal für eine Scheibe gehalten. Ja. Die Wissenschaft hat schon mal dann bestätigt, yo, Hexen müssen wir verbrennen, das war normal. Sag mal, da kann ich doch diese,
Versteht ihr? Ja, immer, dass der Mensch sich beschränkt auf das Hier und Heute und meint, so, wir haben jetzt die Krone der Schöpfung erreicht, das müssen wir erhalten und so weiter und so fort. Werden erheblich weniger Kriege, werden erheblich weniger Probleme und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht noch weiter. Ja. Ist in jeder Diskussion, kann man das sehen, bis hin zur Klimadiskussion und was weiß ich, dass in dem Moment, wo Ideologie reinkommt, ist es mit den Inhalten vorbei und mit dem Frieden. Lassen Sie uns trotzdem mal ganz konkret nochmal über Ihre Titus Dittmann Stiftung und Skate Aid sprechen. Da engagieren Sie sich ja mittlerweile seit vielen, vielen Jahren, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Ja, nur für Kinder und Jugendliche, weil ich komme ja aus der Ecke. Ich bin ja auch Lehrer geworden, tatsächlich aus Überzeugung, nicht nur, weil ich 68 Abitur gemacht habe, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, aber auch wieder, ich glaube, das ist auch wieder so ein Persönlichkeitsding. Ne? Hoffentlich sind mir jetzt nicht alle Lehrer böse. Als Lehrer hat man ja einen riesen Vorteil. Ne? Man lebt ja auch in der Traumwelt. Man geht jeden Tag zum Job und ist immer der Schlauste. Und wenn man das 10, 20 Jahre macht, ne, dann deswegen wird ja auch so viel über Lehrer gelästert, wenn sie dann mal in der Gesellschaft bin. Die sehen da dann als Realität, dass sie alle besser wissen. Und das ist manchmal ein Riesenproblem. Also, haben Sie das bei sich selbst auch gespürt? Nee, das spürt man ja. Das oder im Nachhinein? Ja, im Nachhinein gestellt? Auf alle Fälle. Ich habe das damals auch schon ein bisschen gespürt. Das lag aber an was anderes. Und weil ich ja, bei mir hat Schule, egal ob als Schüler oder später als Lehrer, hat immer mitgehenden Stromschwimmen zu tun gehabt und immer kämpfen, ich selber zu bleiben. Und ich habe Ärger gekriegt, weil ich habe ja Skateboarden im Unterricht gemacht, weil ich hier am Hittorf-Gymnasium ja auch meine zweite Staatsexamensarbeit darüber geschrieben habe und die erste wissenschaftliche Arbeit. Und als ich dann am Amonense-Gymnasium im Hamm im normalen Sportunterricht Skateboard gemacht habe, habe ich einfach normal gemacht, weil ich darf ich doch normal machen oder so, man soll ja auch freizeitrelevant erziehen. Aber als ich dann einen Ellbogen gebrochen hat, da habe ich ein Disziplinarverfahren am Hals gehabt und schon vorher haben sich die Sportlehrer, ich wollte eine Skateboard-AG machen, nee, dann kamen die Sportlehrer und sagen, verdien dir deine Spuren erstmal mit einer Volleyball-AG, dann darfst du vielleicht mal eine Skateboard-AG machen. Denke ich, sag mal, sind die alle bescheuert? Was hat das denn irgendwie, was für eine Logik? Ja. Was für eine Logik, dass ich mir Spuren mit Volleyball verdienen muss? Und naja, jedenfalls war ich ein Lehrer, der zumindest so hängen geblieben ist, dass immer noch sehr viele Schüler zu mir Kontakt suchen. Heute noch? Heute noch, obwohl das nur von 80 bis 84 war. Und aber die, ich sag mal, bei den Kollegen war ich jetzt nicht gerade, da war ich beliebt, ne? Aber irgendwo auch unbeliebt, weil ich zu engagiert war. Ja, okay. Ich habe den Schnitt versaut. Ich habe mich nachmittags mit den Kids getroffen, bin Skateboard gefahren und habe nicht gefragt, ob ich Kohle dafür haben darf oder sowas. Da haben die alle Angst gehabt, sie müssen jetzt nachmittags auch ran und so weiter, ne? Und und dieses, also das Korsett Schule ging mir irgendwann so auf den Sack, weil inhaltlich gefiel mir das gut, die Arbeit mit den Kids gefiel mir gut, aber das Korsett Schule und ich will doch nicht 70-80% meiner Power dafür verwenden, dass ich das, was mir Spaß macht, überhaupt machen kann. Ja, okay. Und deswegen bin ich automatisch im Unternehmertum gelaufen, weil das setzte dir, ja gut, du hast auch viele Schranken und so weiter und so fort, aber du kannst deine Begeisterung, weil du kannst selber entscheiden, wie schmerzfrei du sein willst und mit wie viel gebrochenen Armen und Blut du wieder aufsteigen willst und trotzdem den Trick wieder versuchen willst. Also die Arbeit mit den Kids ist ja vielleicht dann der rote Faden, auch bei Skate Aid, ja. Sie wollen die mit der pädagogischen Kraft des Skateboardens die Kinder stärken, sagen Sie. Wie funktioniert das? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ist eigentlich ganz einfach. Und das Schöne ist, dass ich das meiste schon erklärt habe. Ja. Da geht es wieder um selbstbestimmtes Lernen, fremdbestimmtes Lernen, was ja auch wieder mit Selbstsozialisation, Fremdsozialisation zu tun hat. Und das selbstbestimmte Lernen, was ja eigentlich alle Pädagogen wollen und alle Menschen wollen, dass nämlich Kinder motiviert sind, nach Möglichkeit intrinsisch motiviert, also was von innen rauskommt und schmerzfrei macht. Und genau das ist das Geheimnis. Ich habe das kennengelernt am Asi-Hügel, bevor ich Referendar wurde. Da habe ich eine Gruppe von Jugendlichen gesehen und im Studium überhaupt gelernt, boah, das ist so schwer, du musst die motivieren und sonst haben die keinen Bock und was weiß ich alles und so weiter. Und auf einmal sehe ich da 10, 12 pubertierende Rotzlöffel, die vom Lernen die Schnauze nicht voll genug kriegen,
sich um die paar Boards kloppen, auf die Schnauze fallen. Ja. Keiner jammert, stehen wieder auf, Blut weg, Dreck weg, wieder zack, zack. Ich habe gedacht, ey, das Geheimnis, das muss ich rauskriegen. Da habe ich als Lehrer ausgesorgt. Ja. Denn ich weiß, wie man die Kids intrinsisch so motivieren kann. Und ja, dann habe ich das selber auch ausprobiert und hat mich auch gepackt. Später habe ich dann immer gesagt, ja Gott, ich meine, irgendwo, ich war halt noch spätpubertierend und bin es vielleicht immer noch. Und deswegen hat mich das Skateboarden als Werkzeug so gut angesprochen, weil das das ideale Werkzeug ist, um nämlich Persönlichkeit zu bilden. Und wer pubertiert oder spätpubertiert, der ist auch noch keine fertige Persönlichkeit. Und auch diese Erkenntnis, ne, dass man immer so, ich hatte immer das Gefühl, bis ich das Skateboard gelernt habe, dass ich eigentlich kein Mitglied der Gesellschaft richtig bin, sondern ich bin nie aus diesem, halt mal den Mund, wenn die Großen reden oder wird doch erst mal groß. Das habe ich mit 30 noch gespürt irgendwo, weil ich halt anders drauf war und weil ich oft Sachen Spaß hatte und dann kommt noch das Skateboard. Aber beim Skateboarden hatte ich dann eine Gruppe gefunden, wo ich dann diese, wie soll ich sagen, ästhetische Gesinnungsgenossenschaft gefunden habe, die alle so ähnlich drauf sind wie ich, was ich mir bis in Erwachsenenalter noch erhalten hatte oder zufälligerweise geblieben ist oder was weiß ich, weil ich mich nicht so normieren lassen konnte und bei mir halt andere Schwerpunkte wichtiger waren. Und das Ganze funktioniert so, und dann habe ich übrigens nicht im Pädagogikstudium gelernt, sondern eigentlich jetzt, seit ich mich mit Skate damit beschäftige, alles Learning by Doing. Und ich habe sogar ein Forschungsprojekt aufgesetzt, weil ich auch einen Lehrauftrag an der Uni Münster habe für Skateboarding. Und Skaten statt Ritalin seit 6 Jahren in der Praxis. Und da ist halt ja die Grundlage. Ne? Wie schafft man das, wirklich so ein Kind mit ADS-Diagnose tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, so zu motivieren oder so in der Persönlichkeit so zu stärken, dass es doch einigermaßen klappt mit den Anforderungen der normierten Schule, mit den Anforderungen unserer Gesellschaft, obwohl sie, ist ja klar, wenn die Gesellschaft die immer als Loser hinstellt und immer aussortiert und alleine schon sagt, oh, du bist doch krank, du bist behindert oder wie auch immer, ja, da gibt's das berühmte Rollenverhalten in der Pädagogik. Wenn ein mental starker Mensch einem mental nicht starken Menschen, wie ein Lehrer meinetwegen, ein Schüler sagt, du bist der Dümmste hier in der Klasse und alle anderen Schüler schreien, hö, du bist der Dümmste, dann ist der auf einmal der Dümmste, weil er nämlich nichts mehr geregelt kriegt. Und man kann auch jeden durchschnittlich Begabten plötzlich zum Klassenprimus machen, alles Rollenverhalten. Der Klassenkasper, der kann, du kannst mir die Augen verbinden und ich sag, der an Tisch 3 und Dingsbum sitzt, den mache ich zum Klassenkasper. Und wenn das meine einzige Aufgabe ist, dann wird er, da ist er nach ein paar Monaten Klassenkasper. Ja. Das ist ganz einfach. Und wenn man sich so alles bewusst ist, kann man ja alles, was man negativ benutzen kann, auch positiv benutzen mit dem Rollenverhalten. Ja. Und dann ist das plötzlich Persönlichkeitsentwicklung, weil jede Medaille hat 2 Seiten. Und das Ganze funktioniert, der Pädagoge nennt das Selbstwirksamkeit. Ich würde das mal als die positive, selbstbestimmte Lernen Spirale bezeichnen, weil jeder Mensch, auch Kinder, haben ein Selbstkonzept. Das Selbstkonzept ist das, ich rede jetzt von geistig normalen Menschen, nicht irgendwelchen Leuten, die sich für Jesus halten oder was weiß ich, dann ist das Selbstkonzept natürlich nicht passend. Ein bisschen anders, Aber ist so im normalen Bereich hat der Mensch ein Selbstkonzept und kann relativ gut beurteilen, seine Fähigkeiten, sowohl motorisch als auch kognitiv, was er sich zutraut. Ja. So, jetzt ist das aber so ein Graubereich. Ne? Und wenn Leute keine Anerkennung bekommen, dann ist das Selbstkonzept auch sehr niedrig, weil das auch auf dieses Rollenverhalten, wenn die Eltern immer sagen, oh Mann, geh doch mal langsam, du stauberst die Treppe hoch, jetzt hast du schon wieder die Suppe umgekippt und hier und in der Schule und dauernd und Loser, aus dir wird doch nie was und so weiter. Und die ganzen Kinder alle drauf einsteigen, ja, dann ist das, wie soll da noch was draus werden aus so einem Kind? Ja. Es wird durch die Gesellschaft, wird es an den Rand der Gesellschaft und sogar über den Rand hinausgedrückt. Intelligenteste, leistungsfähige Menschen, wenn man sie lässt, können sie so Konzerne wie Virgin und Tesla und was weiß ich aufbauen. Ja. Und auch im Leistungssport, Tony Hawk sagt, ich habe ADHS. Überall, wo man rumguckt, also ich würde mal sagen, Kinder mit ADHS-Diagnose, nee, die findet man nicht
sozusagen in diesem unauffälligen mittleren Bereich unserer Gesellschaft. Entweder, weil sie nicht normierbar sind, kommen sie an den Rand der Gesellschaft, oder wenn sie es selber durch intrinsische Motivation geschafft haben, dann knallen die durch die Decke, weil die nämlich so belastbar sind und so leistungsfähig sind, eigentlich das, was sich unsere Gesellschaft wünscht. Naja, und dieses Selbstkonzept, das hat man halt, die mit ADS-Diagnose haben dann halt aufgrund dessen, dass ihnen erzählt wird, das können sie eh nicht, ist das Selbstkonzept dann niedriger. Dann funktioniert diese Spirale nämlich noch geiler. Wenn das Selbstkonzept niedriger ist, als man selber die Fähigkeiten hat, ja, und dann Beispiel Skateboarden, deswegen arbeiten wir mit Skateboarden, das geht auch mit anderen Dingen. Hauptsache selbstbestimmt, Hauptsache ja, selbstwirksam, also ohne Erwachsene am besten. Ja. Und jetzt, wenn das Kind, und ist doch klar, da ist ein Skateboard, der Olli ist erstmal die Voraussetzung, dass man vielleicht irgendwann Spaß hat, also muss jedes Kind erstmal einen Olli lernen. Hinterher geht das mit allen Tricks. Und dann nimmt sich aber das Kind vor, ich will einen Olli lernen. Dann sagen nicht die Eltern, ich sag mal, willst du nicht mal einen Olli lernen? Ist doch schön, dann kannst du hinterher einen Kickflip machen, kannst du das machen, kannst du das machen. So wie das in anderen Sportvereinen läuft, wo Erwachsene die Ziele vorsetzen. Beim Skateboarden entscheidet sich das Kind selber, wenn er sich dazu traut und sagt, ich will einen Olli lernen. Ja. Und dann kommt dieser ganz mühsame Weg. Man fällt nirgendwo so oft auf die Schnauze wie beim Skateboardfahren. Man muss immer wieder aufstehen. Das ist Leben. Das braucht man in der Liebe, das braucht man im Business, das braucht man überall. Ja. Dauernd einen vor die Fresse. Frustrationstoleranz, Resilienz und diese ganzen Geschichten, die entstehen und werden stark dadurch, dass sich ein Kind oder ein Mensch selber ein Ziel setzt und dann ohne Druck von außen intrinsisch motiviert, hart daran arbeitet. Und plötzlich ist Leistungsbereitschaft da, plötzlich ist Leidensfähigkeit da. Das würde mich interessieren. Das überträgt sich dann automatisch auch auf andere Lebensbereiche? Ja, klar. Okay. Weil man das kennengelernt hat, dass man fähig ist, das zu machen. Mhm. Wenn man nur fremdbestimmte Aufgaben kriegt und hinterher immer nur gesagt wird, scheiße, wo hast du denn wieder rumgetrödelt oder wie auch immer. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich bin ja ähnlich drauf gewesen. Wenn ich nach Hause kam, musste Hausaufgaben machen, ich hatte keinen Bock, dann saß ich abends um 20 Uhr noch da und so was. Ne? Ja. Aber wenn, und jetzt durch dieses Gehen statt Ritalin, Eltern bestellen mir und sagen, ey, was macht ihr mit den Kindern? Der kann anschließend ein, zwei Tage Hausaufgaben machen, kann sich hinsetzen. Ja. Oder ein Vater kam, der vorher dagegen gekämpft hat, wäre doch alles Schwachsinn, der müsste Schach spielen, um sich zu konzentrieren, der müsste in den Verein, damit er Sozialkompetenz und so was. Und dann auf einmal, ey, glaube ich ja gar nicht. Ich muss Abbitte leisten. Der kann plötzlich eine Treppe hochgehen, ohne zu stolpern. Weil wir haben ja im Forschungsinstitut, um diese Spirale auch zu messen, also das Ganze führt zu einem, wenn dann der Trick gelingt, dann hebt sich mit diesem Erfolgserlebnis auch das Selbstkonzept. Ja. Und man kann dasselbe wieder da anfangen. Und dieses Heben des Selbstkonzepts und dass das so viel Spaß macht, sich dann wieder was vorzunehmen, das, und so hart das klingt, das liegt an den Drogen. Weil man sich durch selbstbestimmtes belohnt, Lernen, in dem Moment, wo man so hart daran gearbeitet hat und dann schafft man das, dann schießen einem so viel körpereigene Drogen durch den Kopf. Ja, man könnte es auch positiv Euphorie nennen. Ja. Das ist auch nichts anderes als ein Drogenrausch. Und in dem Moment wird das Belohnungszentrum ja so angesprochen, das möchte man doch gern wiedererleben. Und das ist dann mal, wenn man von Drogenabhängigkeit redet, ist das doch eine wunderbare Drogenabhängigkeit, wenn man sie dauernd Leistung abfordert, weil es nämlich so schön ist, wenn man das Ziel erreicht hat. Dann haben wir doch, und das Ganze nennt man auch intrinsische Motivation, weil die Motivation muss ja da sein, da muss ja irgendein Ziel sein. Und dann ist einfach, hey, ich bin der Geilste, das will ich und das mache ich. Und dann ist das wieder so schön, da kann ich wieder über das Wasser laufen eine Zeit lang. Und das ist das System, mit dem wir arbeiten. Und das funktioniert sowas von hervorragend. Das ist unglaublich. Und die Kids selber spüren das, weil wir auch offen damit umgehen. Mhm. Wir lassen auch nach Möglichkeit keine Eltern mit in die Skateboardhalle. Weil alleine, wenn schon ein Elternteil dabei ist, ist das Kind nicht mehr Kind. Ja. Weil das ist doch konditioniert. Das ist doch gar nicht gewöhnt, ohne Erwachsene was zu machen, selber zu entscheiden. Wenn ihr dann plötzlich entscheidet, guckt ihr erstmal zur Mutter, hä? Ist die einverstanden? Oder legt sich auf die Fresse, normal kein Problem, direkt wieder das Brett. Ja, erst mal zur nicht Mutter. Erst zu Mama, Pflaster abholen. Muss ich mir erst ein Pflaster holen?
Aber Sie sind in diesen Skate-Aid-Aktionen, das haben Sie gerade angedeutet, auch so in Afghanistan, Syrien, Afrika unterwegs, haben ganz viele Begegnungen. Gibt es irgendeinen Moment, an den Sie sich da besonders gern zurückerinnern? Ja, jede Menge Momente. Klar, wenn man es erstmal etwas erlebt, bleibt das immer noch mehr hängen. Von daher war das in Afghanistan, das war schon vor 10 Jahren ungefähr, das war schon, das hatte viele schöne Momente, aber auch ganz besondere Momente. Und da bin ich dem Rupert Neudeck sehr, sehr dankbar. Der hat ja Kapa Namur ins Leben gerufen und dann die Grünhelme. Und das ist ja das Schöne bei Skate Aid, weil wir nicht eine von 100.000 vielen Organisationen sind, die wieder das Heil in Form von Bildung oder fremdbestimmter Bildung, Schule, Essen, Trinken, was weiß ich, alles, was der Mensch braucht, wir packen bei den Menschen an und wir sagen, wenn wir aus Kinder starke Erwachsene machen, starke Persönlichkeiten, dann brauchen wir denen nichts mehr zu trinken zu bringen, dann brauchen wir denen kein Essen mehr zu geben, weil das schaffen die alle von alleine und daran arbeiten wir dran. Und ich gehe sogar so weit, auch wenn sich das schon wahnsinnig arrogant vielleicht anhört, es ist auch ein Weg, das wurde sogar im ZDF, im Auslandsjournal gesagt, das ist auch ein Weg zum Frieden, indem wir Kinder in Afghanistan oder in Syrien so selbstbewusst machen und denen die Voraussetzung geben, dass sie wieder an der Zukunft glauben, dass sie glücklich werden können und so weiter. Das sichert Frieden und wenn wir denen Anerkennung bringen. Und das funktioniert manchmal viel einfacher, als dann nämlich in unserer komplizierten Gesellschaft das kompliziert sehen. Der Mensch ist immer noch der Mensch und deswegen muss man nicht immer hochkompliziert um 20.000 Ecken denken. Ganz einfach. Der Mensch braucht Anerkennung. Kinder brauchen Anerkennung. Die entwickeln sich nur durch die Anerkennung. Wenn sie durch die Gesellschaft einmal Ablehnung kriegen, wie diese ADS-Kinder bei uns oder alle Kinder meinetwegen viele, viele Kinder in Afghanistan oder in so einen Entwicklungsländern, wo Kinder noch einen anderen Status haben, dann können die sich nicht so gut entwickeln. Und in dem Moment, wir reden ja oft über Kindersoldaten und so weiter und jeder hat die Vorstellung, Kinder würden gezwungen, in den Krieg zu ziehen. Das ist totaler Bullshit. Weswegen gehen die Kinder in den Krieg? Wenn die ein Gewehr in der Hand nehmen und ist Krieg und können damit gut umgehen, dann kriegen die eine solche Anerkennung von den Erwachsenen, von den anderen Kumpels. Dann sind sie nämlich hier, die Jungs sind ein harter Mann und was weiß ich alles. Und dann sind das die härtesten Krieger und denen kann gar nicht genug Krieg sein. Wir haben so eine, wie soll ich sagen, so eine Bilderbuchvorstellung. Ja. Und wir machen uns in unseren Luxus, biegen wir uns den Menschen nämlich so zurecht, wie wir möchten, dass der Mensch nämlich ist, edelweise und gut oder so. Und der Mensch bleibt der Mensch. Und wenn er in diesen Problematiken ist, dann funktioniert er wie ein Mensch. Und ja, und wir kommen dann mit dem Skateboard. Skateboard. Und wir sagen immer, das sind ja dann insbesondere Jungs in solchen Gesellschaften, die dann in den Krieg ziehen und wir sagen, ja, wenn das ist insofern sogar Friedensstiften, weil über das Skateboard kriegen die so viel Anerkennung von ihren Kumpels und von sich selber. Boah, das ist ja auch, wenn man merkt ja auch selber, wow, ich kann das. Und dann gibt man sich selber die Anerkennung. Das löst ja dann diese Euphorie aus. Das Loben von außen, das kriegt man ja auch beim fremdbestimmten Lernen. Fleißkärtchen in der Schule kriegt man auch. Aber ein Fleißkärtchen in der Schule ist nicht dasselbe, als wenn man das selber geleistet hat und das weiß. Ja, und dann ist das egal, ob das ein Gewehr ist, mit dem man plötzlich gut umgehen kann, ob das ein Skateboard ist, mit dem umgehen. Und mit dem Skateboard kann man so auf die Fresse fallen, da kann man schon ein harter Mann sein. Also meine Fresse. Die laufen ja hier mit ihren Wunden rum, als wären das Auszeichnungen. Ja. Und so. Da muss man dann auch zu stehen. Das ist nun mal der Mensch. Der braucht die Anerkennung. Und wenn er es nicht anders kriegen kann, ja, dann holt er sich mit dem Gewehr oder wie auch immer. Dann ist, man muss da einfach immer inhaltlich einen Schritt weiterdenken. Und deswegen finde ich die Arbeit so wichtig. Und für mich als ehrgeiziger Unternehmer, sage ich mal, für mich ist das mehr Unternehmertum als alles andere. Mhm. Es hat nämlich diesen Nachteil, nicht beim Unternehmertum, wenn mir die Firma gehört, dann habe ich als derjenige, der 68 Abitur gemacht hat, ja immer, sobald ich Kohle auf Konto habe oder irgendwie viel verdient habe, kommt sofort so, scheiße, das ist doch eigentlich alles scheiße. Ne? Deswegen habe ich auch immer so früh immer die ganze Kohle rausgehauen. Dann sieht's keiner. Das hat aber wieder unbewusst das ganze Rad angetrieben. Ja. Ich habe halt die ganzen Weltmeisterschaften gemacht. Ich habe die Magazine vertrieben. Ja. Ich habe alles gemacht, was nur Geld kostet, aber viel Spaß macht und was die Zähne zusammenhält. Und deswegen ist dann nie so ein DAX-Konzern draus geworden,
weil die Kohle immer direkt für die Kids rausgehauen worden ist. Aber das hat meinem Herz und allem mehr geholfen und meiner Glücksfindung, als hätte ich jetzt einen DAX-Konzern. Vielleicht wäre ich dann total unglücklich, weil wenn ich sehe, wie manche leben im Alter, die viel Kohle gemacht haben, dann will ich da nicht tauschen. Das ist, die haben zwar so viel Kohle und was weiß ich alles, können sich alle leisten, aber ich finde, der Kampf gehört zum Leben. Man kann nur glücklich werden, wenn man noch ein bisschen Kampf behält. Sie sind 71 Jahre alt, darf ich sagen, glaube ich. 71, ja. Immer noch so aktiv, total engagiert, das merkt man. Kann es für Sie überhaupt einen Ruhestand mal irgendwann geben? Ja, dann ist ja Ruhestand. Ne? Also, ja, okay. Oder Unruhestand, ja. Wenn man so will. Ja, doch, ich habe schon die Bedürfnisse, aus dem Risiko rauszukommen. Also das belastet mich momentan ganz schwer. Jetzt also unternehmerisches Risiko? Oder? Ja, aber da ist ganz was Besonderes. Aus dem unternehmerischen Risiko, ja, im kleinen Rahmen, wo ich für verantwortlich bin, da habe ich kein Problem mit, das habe ich ja immer getragen. Aber so beim Generationswechsel, wenn das noch nicht alle zu vollzogen ist, ne? Und dann fängt schon der Sohn an, Entscheidungen zu treffen, die ich anders treffen würde. Aber ich muss noch 100% für alle Risiken dastehen, darf aber die Entscheidung nicht treffen. Ja Gott, das ist bei mir vielleicht noch schlimmer als bei anderen, als selbstbestimmter Mensch, das ganze Leben lang dann auf einmal dazu erdulden, für was verantwortlich sein, was man nicht selber entschieden hat. Das fällt mir schon etwas schwer. Ja. Aber ich glaube, damit sprechen Sie vielen älteren Generationen in Familienunternehmen ja auch so ein bisschen ja, aus der Seele. Ja, deswegen kann ich da auch nur die Empfehlung machen, nicht den Fehler zu machen, wie ich den gemacht habe. Wir haben im großen Stress und dann gab es ja hier wieder eine Krise und da wieder eine Krise. Dann haben wir zwar in der Führung, in der Geschäftsführerebene, haben wir den radikal umgemacht, aber nicht in der Gesellschafterebene. Ja. Und da kann ich nur verwarnen, das ist die größte Scheiße, die man überhaupt noch machen kann. Das muss Hand in Hand gehen, wenn man Generationswechsel machen muss, sonst wird das ganz kompliziert und schwierig. Herr Dittmann, Sie sind fast am Ende des Gesprächs angekommen. Ich habe obligatorisch für den Wirtschaft aktuell Podcast zum Schluss einige Satzanfänge formuliert. Ja, dann machen wir mal. Dann machen wir mal. Das letzte Mal so richtig langgelegt mit meinem Skateboard habe ich mich. Vor ein paar Monaten beim Brötchen holen, weil ich zu cool sein wollte mit der Brötchentüte in der Hand und schön geguckt habe, auch alle gucken und dann ein kleines Steinchen unter der Rolle war. Und ich in meinem Alter nicht mehr so geschmeidig abrollen kann wie früher. Deswegen macht ihr das nur noch plumps. Und danach haben Sie geguckt, ob hoffentlich keiner geguckt hat. Ja, leider Gottes haben das viel zu viele mitgekriegt. Sogar die Kinder eines Mitarbeiters. Ja, cool. Aber das gehört halt dazu. Ja. Kann ich mit leben. An meinem Beruf als Lehrer mochte ich am meisten. Ja, die Arbeit mit den Kids und diese direkte Resonanz und diese, wie soll ich sagen, Selbstbestätigung und Anerkennung, die ich von Seiten der Schülerschaft bekommen habe, nicht von Seiten der Lehrerschaft, weil mein ganzes Leben war ja immer gegen den Strom schwimmen. Aber du kannst nur gegen den Strom schwimmen, wenn du eine Menge Leute hast, die dich von hinten stützen, weil irgendwo für sich alleine schwimmen ist scheiße. An meinem Beruf als Lehrer mochte ich am wenigsten? Dieses Korsett, was die Schule und unsere Gesellschaft mit sich bringt. Und dass man eigentlich mehr Zeit für Bullshit braucht, als dass man wirklich inhaltlich das machen kann, was die Gesellschaft eigentlich möchte, was ein Lehrer macht, nämlich die Kinder stärken und den Kindern was beibringen. Das hat immer Spaß gemacht, aber der ganze Rest drumherum hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, mich ziemlich angekotzt. Der größte Glücksfall meines Lebens war? Über Glück haben wir schon gesprochen, so ein bisschen, aber so... Keine Ahnung. Jeden Tag, der größte Glücksfall ist, dass ich jeden Morgen aufstehe und immer noch spüre, dass ich richtig Bock habe, am Draht zu ziehen. Ich glaube, das ist der größte Glücksfall in meinem Leben, der sich Gott sei Dank jeden Tag wiederholt. Langeweile ist für mich. Langeweile ist für mich eine super, super geile Geschichte, weil die zwingt jeden Menschen einfach zur Kreativität. Weil wer möchte schon echte Langeweile haben? Und deswegen, was ist Langeweile? Nee, ich meine, Langeweile ist ja nur Langeweile, wenn freie Zeit, wo man nichts zu tun hat, scheiße ist. Ansonsten reden alle von einer tollen Erholung. Alle sagen, boah, ich brauche jetzt mal unbedingt Entspannung und so was. Ja, warum sagen sie, ich brauche jetzt unbedingt mal Langeweile? Wo ist denn da bitte der Unterschied? Sondern das ist nicht der Umgang mit einer Zeit, wo von außen
keine Vorgaben gegeben sind, dass man etwas machen muss. So, entweder man hat sehr früh als Kind gelernt, das war früher einfacher, man wurde in den Wald geschickt und war, hatte entweder Langeweile oder man hat sich beschäftigt. Heute ist das ein viel größeres Problem und da haben ja auch die Eltern Angst vor, deswegen kriegt jeder eine Betriebsanleitung, jedes Kind mit in den Wald, wenn es alleine ist. Dann ist es aber nie mehr alleine, sondern hat indirekt doch wieder die Mama dabei. Und ja, das ist einfach auf mich bezogen. Ich konnte sehr früh sehr gut mit Langeweile umgehen, weil mein Gehirn einfach wie meine Gedanken wie ein Ping-Pong-Bälle durch die Gegend flutschen. Und sobald ich in der Ecke sitze und Langeweile habe, schon als Kind, dann gucke ich nur rum, oh, ist das langweilig, Dings. Und dann, ja, das hat aber wieder, das hat wieder mit diesem tollen Hyperaktivismus auch zu tun. Es gibt ja so einen schönen Satz, ich habe mal so einen Aufsatz gelesen über ADHS, ne, und dann steht oben drüber, keine Ahnung, fängt an mit so einem ernsthaften Satz, also, ich habe Aufmerksamkeitsdefizit, oh, guck mal da, Nachhütchen. das ist so typisch. Und dann gibt es keine Langeweile. Dann heißt, man sitzt in der Ecke. Ist immer auf Sendung. Und hat jetzt wirklich Langeweile. Dann guckt man rum und auf einmal sieht man wirklich ein Bienchen, was gerade da an der Blüte rumsaugt. Und schon geht er los. Warum macht er das? Wieso? Weshalb? Ist da noch eins? Ein Dings? Also es gibt Gehirne, die kennen gar keine Langeweile. Ja. Sondern da wird diese Zeit, wo keine Aufgabe im Kopf ist, die wird dann genutzt und es fällt sofort einer auf. Und die Neugierde führt einen sofort zu 100.000 Problemen, mit denen man sich beschäftigen kann. Oder, Gott, ich meine, ja, was soll ich dazu sagen? Langeweile kann scheiße sein, Langeweile ist, glaube ich, aber eher, kann man gut nutzen, um was Geiles draus zu machen. Meine Familie ist für mich extrem wichtig. Okay. Münster ist für mich wichtig und bequem. Warum bequem, das muss ich fragen. Bequem, weil, das könnte man bei Familie auch sagen. Ne? Das ist ja immer ja so eine Kombination. Ja. Und da könnte man sogar von Risiko und Sicherheit und was weiß ich mehr reden. Ne? Das ist genau, okay, jetzt habe ich eine Familie, schön. Ne? Und dann, damit keiner sagen muss, oh ja, ich bin zu bequem, jetzt eine Familie rausschmeißen und eine neue zu gründen, das ist doch nur noch Stress und bla bla bla. Könnte man ja auch so, aber Gott, und genauso ist das in allen anderen Bereichen. Ich glaube, wenn man ehrlich zu sich ist, ist das immer eine Kombination aus allen Bedürfnissen, die so ein Mensch hat. Auch wenn ich jetzt sage, Münster, die geilste, lebenswerte Stadt der Welt. Ja, warum ist er lebenswert? Weil es mir so schön geil bequem macht, weil ich hier viele Freunde habe, weil es hier schöne Ecke gibt, weil ich selber im Geschehen drin bin, weil ich das Skaters Palace habe, wo zumindest bis vor Corona auch die Hip-Hop-Welt zusammenkam, weil ich mich mit dem Skateboarden engagiert habe, weil ich inzwischen tatsächlich sogar seit einigen Jahren vom Establishment aufgesogen worden bin und nicht mehr der Bad Guy bin wie früher, der Münster zum Brennen bringt, weil der Monster Mastership, das macht alles Münster aus und das ist ein schöner Mischmasch, den ich genieße. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich, ihr seid doch hier in Andorf und dann hier eigentlich im Landschaftsschutzgebiet zu wohnen, um dann ein Grundstück haben zu können, was sich kein Schwein außerhalb eines Landschaftsschutzgebietes erlauben kann, weil das mal Bauerland werden könnte. Jetzt sehe ich immer, das ist cool. Das ist Luxus. Ja. Nicht, wenn der Quadratmeter teuer kostet. Mal abseits von dem Ort hier, was ist für Sie der schönste Ort? Oder Münster, der schönste Ort in Münster ist für mich, so rum muss ich es ja hier formulieren. Ich muss leider Gottes wirklich hier anfangen. Okay. Weil ich mich hier ja auch verwirkliche. Ich habe halt einen sehr großen Garten und dann habe ich jetzt angefangen, Skulpturen zu bauen. Das macht mir unglaublich viel Spaß. So Riesenskulpturen, eine Pyramide, 13x13 Meter, ein Tetraheder und ein Rhombos und was weiß ich alles. Jetzt habe ich eine schwimmende Skulptur aus einer Schnauze von einem Auto gemacht, was ich neu restauriert habe. Das sieht das aus. Also, das ist begeistert mich schon. Oder wenn ein Baum gefällt wird, dann wird er halt in 1,50 Meter Höhe gefällt und dann wird mit der Kettensäge noch ein Bolt rausgemacht mit dem Skateboard aus dem Baum oder sowas. Also hier vor Ort? Hier direkt hier vor der Tür, alles vorhanden. Das heißt, ja, gerade weil ich hier meine Kreativität, meine Bedürfnisse und dann alles zufriedenstellen kann. Ich habe da einen alten 60er Cadillac stehen, der verrostet mitten im Garten. Da steht eine alte Cessna.
als wäre sie abgestürzt und so ein Chrom, alles, was mich fasziniert, da baue ich dann mit und lasse das kreativ laufen und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und das kann ich gar nicht sagen. Ich meine, eigentlich, ich bin da anders. Wenn ich jetzt auf Tour muss, habe irgendwo einen Vortrag, dann gehe ich durch die Stadt und denke, boah, ist das eine schöne Stadt, hier möchte ich leben und so. Und da lasse ich mich immer wieder drauf ein. Aber das nehme ich dann nicht so ernst, weil wenn ich in jeder Stadt und jedem Land leben wollte, wenn ich in Damaskus bin, denke ich auch, boah, wie geil ist das hier zu leben. Und den kann ich mir alles super gut vorstellen. Umso schwerer wird er, den Lieblingsort auf dieser Erde oder in Münster klar zu machen, weil ich glaube, dass er der Ort an für sich nicht ist, sondern nur die Erinnerungen, die man an den Ort hat oder die Möglichkeiten, die man an dem Ort wahrnehmen kann. Okay. Besonders stolz bin ich auf. Ich soll dir nur ein paar Worte sagen. Alles gut. Alles scheiße. Besonders stolz bin ich auf. Eigentlich auf eine Menge. Ja, doch, ich bin stolz drauf, dass mein Leben so gelaufen ist, dass da eine Menge Leistungen oder Ergebnisse bei rausgekommen sind, auf die man stolz sein kann. Und dann ist das Verrückte, manchmal bin ich noch gar nicht so stolz drauf und alle sagen nur, boah, wahnsinnig, wie hast du das denn gemacht und Dings, wie kann man das überhaupt machen? Und dann bin ich stolz drauf, dass ich das gemacht habe, weil ich habe was gemacht, wo alle anderen sagen, da musst du stolz drauf sein. Diese Anerkennung, da bin ich ja wieder stolz drauf. Aber von mir aus jetzt irgendwie zu sagen, boah, das habe ich aber jetzt richtig geil gemacht und so, das passiert dann nicht so oft. Okay, Titus, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Das war der Wirtschaft aktuell Podcast mit Titus Dittmann. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie klicken auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, machen Sie das Beste draus und tschüss.